hier sind wieder Christine und Tim und wir bringen jetzt den Teil 3 der neuen Kurier bei. Du wirst feststellen, dass wir jetzt relativ schnell durch sind gleich. Okay, wir sind hier angekommen in der Lounge und jetzt machen wir Folgendes. Wir tanzen jetzt einmal vor und dann zeigen wir dir nochmal, wie wir das gleich in Stücke machen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, wie machen wir das? Das ist so der sogenannte Kniesitz. Ganz easy, kannst du mal zu Hause machen. Wenn wir aus der Lounge kommen, von hier aus drehen wir erstmal auf 1, 2 zusammen. 1, 2. 3, 4. 3, 4. Haben also ein bisschen Zeit. In der Zeit auf 3, 4 gehe ich quasi mit meinem Arm wieder hier in diese Position rein. Ich bin wieder in der Z-Position, das können wir ja alles mal anwenden. Und mein Arm ist quasi um das Knie rum, über dem Po, ungefähr in der Position. Wenn wir jetzt angekommen sind auf 3, 4, der Arm von Christine ist auf 3, 4 auch schon auf meiner Schulter. Dann gehen wir jetzt zusammen wieder runter. Du kennst ja alles, wie das geht. Mit langsam runter, schnell hoch, Timing, alles, du weißt, wie das geht. Okay, das heißt, wir gehen langsam runter, hopp. Jetzt springt Christine hoch und winkelt einfach ihre Knie an. Mach mal von der Seite. Winkelt einfach ihre Knie an in dieser Position und liegt nachher hier auf den Knien auf meinen sehr muskulösen und weichen Oberschenkel. Ja? Machen wir das mal. So, in der Zeit, wenn sie hochspringt, gehe ich mit meinem linken Bein raus. Genau, und dann stehe ich hier. Okay, machen wir mal. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt rutsche ich raus. Christine liegt hier, chillt ein bisschen rum. Mein Arm geht runter, dein Arm geht hoch. 7, 8. Hopp, und das war's schon. Und dann haben wir die ganze Choreo geschafft. Wir machen das noch einmal. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tada! So, das war's. Wir haben die komplette Choreo fertig. Ich hoffe, du warst ganz begeistert. Wir sind es auf jeden Fall, dass wir jetzt auch durch sind mit diesem kleinen Kurs. Wir hoffen total, dass es dir gefallen hat. Und im nächsten Video zeigen wir dir natürlich nochmal alles zusammen. Bis dann, viel Spaß beim Üben und bis gleich. Ciao.